Es war ein russischer Kampfjet, eine Su-24, hier eine baugleiche Maschine. Während eines Einsatzes gegen Anti-Assad-Rebellen wird das Flugzeug von türkischen F-16-Jets angegriffen, zieht einen Feuerschweif hinter sich her und stürzt dann ab. Nahe der türkischen Grenze. Aber auf syrischem Gebiet, das von Rebellen, also Assad-Gegnern, beherrscht wird. Die beiden russischen Piloten katapultieren sich aus dem Wrack, landen in einem Waldgebiet. Wenig später taucht dieses Handyvideo auf. Es zeigt einen der Piloten, er liegt reglos am Boden. Und ein Rebellenkommandeur erklärt, wir haben die beiden russischen Piloten getötet. Jetzt tobt der Streit, hat der russische Jet türkischen Luftraum verletzt? Nein, sagen die Russen, ja, sagen die Türken. Und sie verweisen auf die Radarüberwachung. Hellblau ist die türkische Grenze markiert, rot der Flugzeugkurs eingezeichnet. Unser Land ist von Bürgerkriegsregionen umgeben, sagt der türkische Regierungschef Davutoğlu. Wir müssen unsere Bürger schützen. Das sollten all diejenigen bedenken, die den Vorfall beurteilen. Gemeint ist Russlands Präsident Putin. Der hatte den Abschuss scharf verurteilt. Unsere Soldaten kämpfen in Syrien gegen den Terror. Und da kommt dieser Dolchstoß in den Rücken, ausgeführt von Verbündeten der Terroristen. Putin spielt damit auf die zwielichtige Rolle der Türkei im Syrien-Konflikt an. Denn über türkisches Staatsgebiet lief lange Zeit nahezu ungestört die Versorgung der IS-Terroristen. Wir fragen nach bei Markus Keim. Er ist Nahost- und Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Keim, die Beziehungen von Russland und der Türkei sind ja schon länger angespannt. Was steckt denn hinter der Aktion jetzt? In der Tat. Also es handelt sich hier eigentlich um die beiden Akteure, die die unterschiedlichsten Positionen im Syrien-Konflikt beziehen. Die Türkei macht seit Monaten keinen Hehl daraus, dass sie darauf drängt, dass Präsident Assad das Amt verlassen müsse. Sie betrachtet ihn als größtes Problem bei der Einhegung oder sogar Regelung des syrischen Bürgerkrieges. Und auf der anderen Seite haben wir die russische Position, die davon ausgeht, dass für eine mindestens absehbare Zeit Präsident Assad im Amt bleiben müsse. Und militärisch hat sich das Ganze schon ausgedrückt durch ein früheres Eindringen russischer Flugzeuge in den syrischen Luftraum im Oktober, wo die Türkei zwar nicht militärisch reagiert hat, aber doch deutlich gemacht hat, was sie politisch davon hält und dass sie sich etwa so etwas verbittet. Sie sagen es, Russland unterstützt Assad, die Türkei will das Regime fallen sehen, die Interessen sind völlig konträr. Was bedeutet denn dieser Vorfall jetzt für die eh schon schwierige Bildung einer Allianz gegen den IS? Also der französische Präsident hat ja seine Reisen in dieser Woche genau mit dem Ziel angetreten, eine Allianz zu formieren. Und da angesichts der unterschiedlichen Vorlieben und Präferenzen handelt es sich dabei ohnehin schon um eine Quadratur des Kreises. Und diese schwierige Aufgabe ist jetzt noch einmal schwieriger geworden, weil die Charmoffensive Russlands, jetzt gerade nach den Anschlägen von Paris, die sich ja darin artikuliert hat, dass der russische Präsident sehr entgegenkommt gewesen ist, angedeutet hat, dass er sich ein gemeinsames Handeln vorstellen konnte. Diese Charmoffensive ist jetzt erstmal gebrochen. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, danke für die Einschätzung. Gerne.